Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. The Days Today, die oder so. Heute meine letzte Folge, die ich aufnehme, und dann geht's in die Haja. Aber ich wollte noch mal hier ein bisschen schauen, ein bisschen Holz holen und so, ne? Bisschen einsammeln, sammeln. Ja, federn. Ja, nehmen wir gerne mit. Baumwolle auch. Hier so ein. Da kann man was machen. Gegen Durchfall, glaube ich. Ja, aber da müssen wir erstmal die Rezepte finden oder irgendwo lernen. Was ist das? Stein. Crack, oh Bock, was ist das für ein Ding? Der hat Strom. Können wir neu auch testen, ne? Ja, ich will eine Krankenschwester. Mensch, das Kind, der muss nicht viel krank gewesen sein. Und eine Fitnesstrainerin auch noch. Ja, die schlagen die Tür mit der bloßen Hand ein. Aber die kommen erst durch, wenn das Spiel kaputt ist. So. Oh ja. Die hat Wirkung. Das sind sogar dicke weg. Ich brauche mehr Munition. Ja, die Waffe ist hart. Eine Munition reicht nicht so viel. Erstmal Kontrolle machen. Es scheint alles verlassen zu sein. Dann. Was das wohl wieder ist. Keine Ahnung. Warum hat dafür bezahlen? So bekloppt.
das hat sich gelohnt. Wahnsinn. Da oben sind Kisten. Gleich gesehen. Immer besser. Mein Trauma ist vorbei. Super. Wie gesagt, ich muss meine Ressourcen schonen. Ich kann gar nicht aufhören. Oh. Ich kann mal viele Sachen lernen jetzt hier. Schon wieder so voll. Das dauert ein bisschen. Eine Qualitätstür. Ich kann da. Mach die für mich auf, ja. Gut. Dann kann ich Minen lernen. Das Buch gelesen werde. Oder Schmiede bauen lernen. Das finde ich super. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine Person mit einer bloßen Faust die Tür zerlegt. So. Was war hier so wertvoll? Munition, ja, aber... Ja. Stuhl mitnehmen. Das ist zum Lernen. Juck, ja genau. Find me loot. Das für die Schmiede. Das sieht nach Falle aus. Keine Ahnung. Bin ich überladen? Oder minimal überladen? Eigentlich totaler Blödsinn, weil das ist ja Glaskrug und da ist Eisenschrott. Aber gut. Schraubendrittel nicht dabei? Nö. Da lasse ich nicht gut stehen.
Aber ich kann das umbauen, dass ich ein bisschen leichter bin. Papier. Ich bin überladen wegen Papier. Verrückte paar Tiere. Ach, da oben auch noch. Noch mehr Literatur. Hat da nicht mal hier einen goldenen Schuss hier, ne? Super. Noch ein Büchlein. Weil er nicht lesen kann, ne? Das würde mir richtig weiterhelfen. Geht nach draußen. Drinne. Wieso schläfst du noch? Ich will hier die Tür aufmachen. Oh, die gefällt mir. Ja. Schlecht gezielt. Verschwendung. Samen. Wo liegt die im Mülleimer? Kaffee. Mitnehmen. Oh. Wie appetitlich. Das ist auch ein verwecktes Klo hier, ne? Kochtopf. Weißt du was? Erst findest du keinen und jetzt fallen dir die Dinger so entgegen. Das gibt's doch gar nicht. Und noch ein Grill. So schöne Sachen wir haben hier. Was ist das? Ein Laser. Boah. Ja. Gut, mehr lesen können wir jetzt nicht, mehr verarbeiten, doch hier. So, Wasser rüberlegen. So. $16. Dollar seine.
kann mir mit leeren Gläsern erschlagen. Aber gut, vielleicht kann man die irgendwo gebrauchen, ne? Wo man die im Prinzip dann nicht mehr verwerten kann. So, denkt mal, wir haben alles hier. Können wir zurückgehen. Weil wir mittlerweile wohl haben. Was wir nicht haben ist, jetzt haben wir eine Schmiede gelernt. Mal sehen, vielleicht können wir eine bauen. Morgen geht's da weiter. Jetzt haben wir. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich muss zurück, bin voll geladen. Da können wir noch eine Schmiede bauen. Unseren Spezialkeller. Dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen besser ausrüsten können. Verteidigungsmäßig. Und du kommst noch mit. Wer weiß, wozu die Dinge gut sind. Ja, Holz können wir auch noch mitnehmen. Ne? Ich brauche Munition für meine Waffe. Da können wir die Kräfte nicht mehr anhaben. Also fast 1800 XP mit einem Treffer. Die laufen, die fallen mich über den Weg. Tode. Stimme. So. Jetzt können wir auch Schmiede bauen. Brauchen wir dafür. Leder. Stein. Lebendige Erde. Leder haben wir. Klebeband. Müsste hinschauen. Super. Schmiede geht. Dann können wir auch entsprechend alles einschmelzen. Dann können wir unsere Reparaturkits bauen. Unsere Waffen und dann können wir auch später mal und später entsprechend dafür ausrüsten. Karabiner vom Ersten Weltkrieg so ungefähr. Der hat einen Richtfunk. Der hat sogar einen Kamin. Unser Haus ist nicht perfekt, muss man dazu sagen. Leider. So, mal schauen. Wir brauchen Leder. Das heißt, Papier nehmen wir raus. Da nehmen wir raus, dann nehmen wir uns Leder. Dann kriegen wir hier bestimmt was rein. Munition. Ja. Das haben wir aktuell nicht, die Waffe. Bisschen. Das können wir nicht einschmelzen, dann nimmt das Zeug mich los. Also Lehm. Das hatten wir schon mal. Was war noch? Klebeband brauchen wir auch noch.
Stein. Kurzes Eisenrohr. Kurzes Eisenrohr. So, das können wir hier was entsorgen. Glaskrug. Eisenrohr. Pflanzen. Mein gut, wir haben eigentlich genug Pflanzen. Glas, 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 Glas. Nicht bei. Trübes Wasser. Nehmen wir hier rein. Die Trate ist da hinten. Ein Pokal. Können wir da alles reparieren. Knochen. Das war ein anderes Fach. Muss mich richtig aufpassen, dass ich nicht mit der Axt zuschlage. Macht der Gewohnheit. So. Das da rein. Glas. Die Klumpert kommt woanders rein. Meine Munition. Nitrate. Ja, Samen. Leere Dose. Noch ein Pokal zum Einspelzen später. Kochtopf. Müssten wir alles haben. Geh mal in den Keller. Können wir uns zerlegen. Schon wieder verlaufen. Wenn wir die Couch zerlegen, das ist natürlich hier. Das Zement, da können wir noch gut verwerten. So. Was fehlt nun? Ach, eine Kerze. Ein WC. Vorne links war gewesen, Kamin. Bin ich jetzt total eine Schucke? Waffen kann es nicht sein. Aber Essen auch nicht. Rezepte. Oh, das dauert so lange. Ah, wir haben unsere Schmiede. Wir können was einspelzen. Und da können wir Alteisen herstellen und mit allen möglichen Scheiß. Reparaturkit. Wahnsinn. 5. Licht. Oh, Wasser. Rezepte anwenden. Na gut.
Game. Ach so. Da ist mein Kamin, wo ist er? Meine Schmiede. Das ist doof. Ja, dann können wir was einschmeißen. Ja, mal gucken, unsere ganzen Messingkrüge und den Scheiß. Ah, da können wir auch lang gehen. Gut, Kreisverkehr. So. Jetzt können wir unser Plunder, was wir hier haben, entsorgen. Eins. Wasser rüber. 10 Wasser brauchen wir, mehr brauchen wir nicht mitschleppen. Und da haben wir schon mal. So. Der nächste Plunder. Noch mehr Plunder. Aber gut. Ich sag mal, guter Plunder, in Anführungszeichen, weil wir jetzt entsprechend natürlich das verarbeiten können. Das kann man auspflanzen. Bei Gelegenheit. Angelblei, naja, gut. Kann man auch nehmen. Gut. Dafür das, wenn wir das. Da ist raus. Ja, ja, ja. So. Blei. Zement. Ölschiefer. Einschmelzen. Ölschiefer. Geht überhaupt? Glaub eher nicht. Da noch was. Muskelshirt, ja. Gut. Gut, Schrott haben wir noch bei uns. Können wir auch noch einschmelzen. Teilweise. Angelblei, ja, wir sind voll. Dann gehen wir mal in den Keller und schmelzen ein. Können wir auch so lang gehen? Nee, da nicht. Aber hier. Aber hier kann man lang gehen. Das ist ja ein Tepper repariert. Weil ich möchte nicht jedes Mal runterfallen, ne? So. Fünf Stunden. Nach 5 Minuten, ne? Aber auch 7, 10, das reicht schon so. Nice.
Geht immer warm, ne? Bruchsand geht auch, Eisen. Schau mal. Basenpark. Das dauert lange. Alteisenstufen, also mit Eisen kann man schon was machen, ne? Lehm. Ach so, das fehlt. Macht nichts. Das Rohr machen wir nicht, den Kopf auch nicht. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Denkt mal heute auch für mich. Ich sag mal Tschüss und den Winkel, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wenn ja, gerne mal kommentieren, was ihr für Vorschläge habt. Ratschläge und Kritik immer rein damit. Ich sag mal Tschüss und den Winkel, ciao. Tschüssi, Nacht.